Moin zusammen, wir starten jetzt zu unserer letzten Tour, also die letzte Tour mit Max. Wie man unschwer erkennen kann, sind wir in Zermatt. Abschluss bildet jetzt die Dufourspitze Nordend, haben im Hotel Bergfreund übernachtet und sind heute Morgen hierher gefahren und fahren jetzt erst noch mit der Bahn hoch und laufen dann zur neuen Monte-Rosa-Hütte, bevor dann morgen die Tour ansteht und dann auch gleich wieder den Weg ins Tal zurück. Deswegen leichtes Gepäck, Max hat auch seinen kleinen Rucksack wieder mit dabei. Und wir können die Sache jetzt dann heute ganz entspannt noch angehen. Morgen wird es einen relativ frühen Start geben, aber wie immer werdet ihr da mitgenommen. Wir sind nach unserem kurzen Aufenthalt in Zermatt mit der Gornergradbahn losgefahren, um uns gerade den ersten Teil des Ausstiegs zu sparen. Zeit haben wir dadurch gespart, Geld nicht. Die ganze Fahrt kostet 108 Euro. Wir haben auch schon gleich damit das Ticket zurück mitbezahlt, sodass wir es am nächsten Tag nicht mehr machen müssen. Der Weg führt dann von der Station Rotenboden erstmal gerade runter. Ist ein ganz normaler Wanderweg, ändert sich zum Alpinwanderweg, wenn man dann auf den Gletscher geht. Der Gletscher ist ziemlich ausgearbeitet, man sieht dort alle Spalten, Markierungen sind dort vorhanden, aber natürlich wie immer auf dem Gletscher auch aufpassen, wie man dort geht. Anschließend führt der Weg weiter durch Geröll, ein Blockgelände, dann teilweise auch durch ein bisschen Gras. Man hat einen super Ausblick auf die ganzen Berge im Wallis. Es ist ein super schönes Panorama. Wir waren bei bestem Wetter unterwegs, weshalb wir den Weg dann auch zur Hütte richtig genießen konnten. Und generell ist der Weg, hat sich jetzt über die Jahre geändert. Die letzten Jahre oder vor ein paar Jahren konnten wir noch über den Gletscher gehen. Mittlerweile wurde der Weg fast außen rum gelegt, weil der Gletscher so weit zurückgegangen ist. Mittlerweile sind auch so Bilder wie diese Treppe auch typisch. Und so kommt man dann anschließend zur Hütte. Am nächsten Tag ging es für uns früh los. Frühstück auf der Hütte ist um 2.30 Uhr für alle, die auf die Dufourspitze wollen. Da wird dann nicht weiter unterschieden. So sind wir dann gegen 3.15 Uhr in der Dunkelheit losgelaufen. Der erste Part von der Hütte weg geht es erstmal durch so Blockgelände, dort durch Steinmänner gekennzeichnet. Ich kann euch nur den Tipp geben, sich das am Abend einmal genauer anzuschauen. Wir haben uns einmal leicht vergangen und mussten halt einmal wieder ein bisschen zurückgehen. Es hat uns jetzt nur 10 Minuten gekostet, muss aber nicht sein. Wir waren aber am Nachmittag des Tages zuvor zu faul dafür. Das haben wir davon gehabt. Und dann geht es eigentlich über so einen kurzen Anstieg, auch noch im Stein- und Schuttgelände, dann nach oben auf den Gletscher. Hier haben wir dann unsere Sachen angezogen und sind dann als Zweierseilschaft losgelaufen und haben so die ersten Meter vollbracht. Morgen. Der erste Part war eigentlich vor allem durch Spalten geprägt, aber jetzt kein schweres Gelände. Hier sieht man dann eigentlich den finalen Anstieg auf den Grat, bevor es dann wirklich Richtung Gipfel geht. Dort war auch eine ziemliche Randspalte, weshalb man einmal schauen musste, wo geht man dann hoch. Ich habe dann gewartet und habe Max dann auch zu mir geholt, sodass ich dann vorsteigen konnte über den steileren Part oben raus. Vom Gelände her ging das ganz gut mit dem Pickel und mit den Steigeisen. So bin ich als erstes hoch und danach Max hinterher. Noch zu den Bedingungen an dem Tag. Das Wetter war eigentlich sehr gut, es war nur ein starker Wind, weshalb auch meine Kameras doch der Akku dann relativ schnell aufgegeben habe. Deswegen gibt es keine weiteren Aufnahmen von mir mit der Kamera, wo ich was während der Tour sage, weil der Akku hat sofort schlapp gemacht und auch Videos vom Gipfel sind eher rar, weil dort einfach die Akkukapazität hat so schnell nachgelassen von all meinen Kameras. Das ist ein bisschen schade, aber nur, dass ihr es schon mal wisst. An Ausrüstung für die Tour hatten wir unsere ganz normale Gletscherausrüstung dabei, mehr wird auch da erstmal nicht benötigt. Wichtig ist nur, wenn man sich beim Silbersattel ablässt, braucht man ein 50 Meter Seil bei der Abseilpiste. Nach dem Aufschwung auf den Grat geht es dann erstmal nochmal im Eis und Schnee auch ein bisschen steiler hoch. Wir hatten hier aber noch kein Plankeis, weshalb wir hier gut hochgehen konnten. Vom Tempo her haben wir es da auch noch ein bisschen ruhiger angehen lassen. Haben gerade unten auf dem unteren Teil des Gletschers waren wir schneller unterwegs, weil da das Gelände einfacher war und hier sind wir dann einfach in unserem eigenen Tempo gut gegangen und sind so langsam höher gekommen.
Wir sind hier in dem oberen Part, wie man auch sieht, jeder wieder für sich gegangen. Aus meiner Sicht konnte man da nicht sichern mit einem Seil, beziehungsweise am kurzen Seil wollten wir auch nicht gehen, weil wir, wie gesagt, uns gegenseitig da nicht halten, beziehungsweise diese Seiltechnik nicht können. Das sei hier nochmal betont, deswegen auch immer schauen, wie sind die Bedingungen vor Ort und danach entscheiden und das aber auch, wie gesagt, immer vorher mit deinem Tourenpartner absprechen. Über den Grat ging es dann weiter in einen kurzen Felspart, bevor es dann über einen finalen für einen Anstieg weiterging. Im Felspart konnte man auch gut gehen. Steigeisen haben wir angelassen natürlich. War nur ein kurzer Part. Ist eine einfache Kraxelei. Das Einzige, was man bedenken muss, es geht schon links und rechts runter. An sich der Weg nicht schwierig, aber wie gesagt, einmal immer darauf achten, wie geht man. Auch hier muss man seinen Kopf unter Kontrolle haben. Vor uns die Seilschaft hat das abgesichert. Wie gesagt, wir sind freigegangen. So muss es jeder für sich entscheiden. Ich kann hier auch keine Empfehlung geben, weil sehr viel davon abhängt, von der eigenen Erfahrung, wie man damit umgeht. Deswegen kann ich auch nicht sagen, dass ich das richtig mache. Einfach nur zu zeigen, wir machen so aus den und den Gründen, die ich vorhin genannt habe. Hier war dann der steilste Part der Route und der Tour. Hier konnte man aber dank des guten Führens doch gut gehen. Es gab ein, zwei Stellen, wo Plankeis sichtbar war. Die konnte man aber auch gut umgehen, weshalb es nicht weiter dramatisch war. Vielleicht noch einmal ganz kurz. Max und ich, wir haben uns einmal darauf geeinigt, dass ich bei der Duvo-Spitze vorgehe, weil ich darauf so Bock hatte auf dem Berg. Und Max ist dann beim Nordend vorgegangen. Es lag auch einfach daran, dass Max im Stadtteil Nordend in Frankfurt wohnt. Natürlich da dann auch die Verbindung da ist. Dann über den finalen Felsgrat Richtung Gipfel. Auch hier ist Kletterei, Kraxelei angesagt im Fels bis zu Stellen zweiten Grades. Auch hier sehe ich die Hauptschwierigkeit vor allem maximal in der Ausgesetztheit, aber nicht in der eigentlichen Kletterei, die schwerste Kletterstelle. Dort hing ein Fixseil drin und dann ist man eigentlich schon oben auf dem Gipfel. Auf dem Gipfel haben wir nur ganz kurz Pause gemacht, weil es hat wirklich oben dann ordentlich geblasen. Man sieht es auch später noch, wie es dann auch zugezogen hat und sind dann auch schon weitergegangen zur Abseilpiste. Allgemein zur Wegfindung. Im unteren Part konnten wir der guten Spur folgen. Wir hatten aber auch die GPS-Tracks und die Karten dabei. Im oberen Part, gerade bei der Kletterei durch den Schnee, konnte man immer gut sehen, wo die Leute vorher hingetreten sind. Hier gibt es eigentlich auch keine großen Möglichkeiten, sich zu verirren oder falsch zu steigen. Am Gipfel angekommen, kann man sich entscheiden, ob man den gleichen Weg wieder zurück runternimmt oder ob man sich abseilt zum Silbersattel und dann runterläuft, beziehungsweise dann noch zum Nordend geht. Wir haben uns fürs Abseilen entschieden, weil wir auch noch aufs Nordend rauf wollten. Dort ist es so, dass dort in regelmäßigen Abständen einmal diese Abseil
Stangen sind und immer noch Rohrhaken, wo man sich dann selber sichern kann. Und so haben wir uns immer abwechselnd sind wir dann abgeseilt und so immer weiter runtergekommen. Gerade in dem Part hat der Wind wirklich hochgepfiffen und teilweise kam noch ein bisschen Schnee von den über uns runter, sodass es nicht der angenehmste Part war, wobei natürlich Abseilen immer Spaß macht. Die letzte Seillänge bei der Abseilpiste haben wir nicht genommen, da hier echt viel Schnee war und die Spuren gut, sind wir das rückwärts abgegangen, beziehungsweise konnte man das dann bald vorwärts runtergehen. So konnten wir da nochmal ein bisschen Zeit sparen und waren dann in dem Silbersattel, wovon wir dann zum Nordende über den Sattel, über den Grat einmal rübergehen konnten. Das war auch unser Plan. Max ist beim Abseilen der Stock runtergeflogen. Den konnten wir leider nicht mehr finden, haben ihn auch nicht mehr gesehen. Falls jemand irgendwann nach uns an der Duforspitze war und einen Pickel oder einen Stock gefunden hat, das war der von Max. So sind wir dann nach einer kurzen Pause unten zwischen den Bergen dann hochgelaufen Richtung Nordend. Oh, Sonne. Der Weg aufs Nordend ist noch ungefähr eine Stunde Umweg hin und zurück gerechnet. Man läuft erst über einen Grat und dann geht es anschließend über einen kurzen Felspart hoch. An sich technisch nicht weiter schwierig, aber auch hier muss man bei dem Schneepart aufpassen, dass man dort sauber tritt, weil zur einen Seite geht das relativ abschüssig runter und auch im Fels aufpasst. Die Hauptschwierigkeit ist hier wirklich die Ausgesetztheit. Die Wegfindung an sich ist natürlich sehr einfach zum Gipfel hinzukommen. Bei uns war es leider sehr vernebelt. Auch der Wind hat hier gut durchgepfiffen, weshalb wir da nicht lange waren und dann auch geschaut haben, dass wir schnell wieder absteigen und dass es dann uns auch wärmer wird. Aber trotzdem nochmal schön, auch den zweiten Gipfel dort mitzunehmen. Über den Schneegrat und anschließend über den Gletscher ging es dann für uns wieder Richtung Monte Rosa Hütte. Dort ist man dann auch auf den Ursprungsweg irgendwann wieder raufgekommen. Da siehst du dann auch gleich nochmal, wie viele Spalten gerade im unteren Part waren. Für uns ging es dann gleich weiter nach einer kurzen Kuchenpause wieder Richtung Gornergratbahn. Der Weg ist wirklich dann immer noch lang von der Hütte zurück. Das denke ich mir jedes Mal. Ich bin jetzt schon das dritte Mal gelaufen. Ist wirklich undankbar, aber auch wirklich cool. Jetzt dann auch noch die zwei höchsten Berge im Wallis abgeschlossen zu haben. Jetzt fehlen mir im Wallis tatsächlich nur noch das Teschhorn und den Dornteron. Und dann habe ich dort alle 4000er bestiegen. Also ist wirklich unglaublich, wenn man dieses Panorama sieht, worauf ich dann schon war. Und jetzt siehst du auch mal den Wind oben an der Duforspitze, wie er entlang gezogen hat. Von daher war es auch für die meisten dann eher ungemütlich, eher Gipfelaufenthalt. Weshalb wir, wie gesagt, auch selber nicht lange oben waren und beziehungsweise auch gar keine Aufnahmen von haben. Hier jetzt noch die letzten Meter, die sind wir auch auf dem Hinweg hochgelaufen, nur war es da komplett dunkel, deswegen hat man die Spalten gar nicht so gut gesehen wie jetzt. Hier musste man wirklich immer schauen, wo man durchläuft, aber wie gesagt, eine Spur war vorhanden, die Spur war gut.
Ja, wenn man hier gerade der Erste ist, muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen, dass man sich dort nicht verläuft in dem Gelände, beziehungsweise falsch läuft und dann irgendwo auf irgendeiner großen Spalte steht. Für uns, für Max und mich, war es dann auch die letzte gemeinsame Tour in diesem Jahr. Also es ist wirklich unglaublich, wenn man sich überlegt, wir hatten uns 2 Wochen zuvor zum ersten Mal kennengelernt. Also wir haben schon vorher über Instagram und Co. geschrieben, öfter zusammen telefoniert. Aber es ist wirklich 2 Wochen mit einer fremden Person unterwegs zu sein, ist schon am Anfang auch ein bisschen komisch und das war auch ein großes Wagnis vielleicht. Aber es hat wirklich super geklappt. Wir haben uns super verstanden, hatten extrem viel Spaß auf den Touren und war definitiv nicht unsere letzte gemeinsame Tour. Auch nächstes Jahr, denke ich, werden wir da was machen. Und so kann man wirklich sagen, dass da aus unbekannten Bergfreunde, Bergpartner geworden sind. Und das ist wirklich einfach schön zu sehen, wie auch dieser Sport neue Leute zusammenbringt und wie man sich dort auch selber weiterentwickelt.